Wollen Sie das Opening von Kapitel 3 sehen? Natürlich wollen wir. Ich halte es nicht mehr länger aus. Was ist nun falsch mit dieser Schule? Wer zur Hölle ist das und warum ist er hier? Oh, wenn wir mit dem Hammer so getroffen werden, ich glaube, dann war es das. Wo ist Kurosaki? Mach dir keine Sorgen auf uns. Keine Sorgen wegen ihm. Er war gerade eben noch hier. Wir müssen ihm jede Sekunde über den Weg laufen. Da bin ich mir sicher. Wer seid ihr? Ich hasse es. Ich hasse es. Ich möchte so nicht sterben. Ernsthaft, wer seid ihr? Das ist auch gesehen, oder? Emmys Körper. Ihr Kopf. Ihr Kopf wurde hart gespalten. Es muss von dem Hammer gewesen sein. Bitte denk nicht drüber nach. Verdammt, wo sind alle hin? Schau, Fukuroi, schau, die Gänge. Das kann ich. Der Gang, er wächst. Was ist? Nein, nein, der andere Weg. Schau, runter. Irgendwas kommt. Ich glaube, das ganze Nein brauche ich nicht übersetzen, oder? Und alles, was an den Sternchen steht, seht ihr selber. Was ist geschehen? Was zur Hölle passiert hier? Dürfte ich erstmal wissen, wer zur Hölle du bist?
glaube, die ist in einer Schundfalle gewesen. Autsch. Hallo? Das geht Kühle. Hilf mir. Das geht Kühle. Hilf mir. Naomi? Naomi, Nano? Naomi, bist du da? Antworte mir bitte! Mutter? Mutter! Mutter, Mutter, ich bin's! Ich bin in sehr großen Schwierigkeiten! Naomi, bitte lass mich deine Stimme hören! Bitte, sag irgendwas! Ich bin deine Mutter, Naomi! Gott, bitte. Lass hier nichts geschehen sein. Das geht nicht. Hilf mir. Psycho. Ich versteh's nicht. Du sagtest, wir würden es hier rausschaffen. Warum würdest du dich jemals selber umbringen? Was ist geschehen? Was hast du gesehen? Es ist wirklich eine Schande. Was? Wer bist du? Wer bist du? Schon wieder? Ich bin der Geist eines Mädchens, was hier gestorben ist. Weißt du, was ihr passiert ist? Ich glaube, deine Freundin war nicht sie selbst. Also nee, sie war, keine Ahnung. Mit, was war sie? Der Fluch. Mit dem Fluch, der diese Schule zusammenhält. Die Leute, die davon berührt werden, verlieren langsam ihren Verstand, weißt du? Einige Leute bemerken es und schaffen es, das zu verhindern, selbst wenn es ihnen das eigene Leben nimmt. Natürlich gibt es auch noch die anderen, die werden verrückt. Manchmal versuchen sie auch, die Leute zu verletzen, die um sie herum sind. Die genaue Art des Fluches variiert von Person zu Person. Das ist schrecklich.
Nun, da deine Freundin weg ist. Diese Schule, dieser Raum ist ganz allein dein. Du bist die einzige Lebende hier drin. Nein. Du wirst hier alleine sein, bis zum Tag, an dem du stirbst. Kyutai, Seiko-tachi no banko haitteru nda. Mein Telefon hat Seikos Nummer eingespeichert. Und auch die von allen anderen. Ach ja, der Knöchel. Autsch. Das Schmerz. Das Geräusch. War das mein Bein? Na toll, jetzt hat sie sich übergeben. Und wer wischt die Scheiße auf? Reiß dich zusammen, Naomi. Du bist doch ein tapferer Keks. Das bist nicht du. Jetzt ist das Licht aus. Ich bin nicht so mutig. Ich halte es nicht mehr aus. Bitte, helft mir. Mami! Satoshi! Herzlich willkommen zu Kapitel 3. Eraizo. Yoku nakanakatta na, Yuka. Das machst du gut, Yuka. Ich bin wirklich beeindruckt, wie lange du aushältst, ohne zu weinen. Ich weine nicht. Ich spüre, dass andere Leute, so wie ihr, hierher gebracht wurden. Gesamt sind es 9 Leute. 9 arme Seelen, die hierzu, reingezogen wurden. Oreni, Yukani, Naomi, Yoshiki. Das sollten ich, Yuka, Naomi, Yoshiki, Shinosaki, Mrs. Yui, Shinohara, Tsutsumoto und Morishige sein. Mit anderen Worten, alle, die in dem Raum waren. Verdammt! Also, sind alle anderen auch hier in dieser Schule? Nicht genau. So wie ich es vorhin schon sagte, es ist eine Welt von geschlossenen Räumen. Deine Freunde sind in diesen verteilt. Also, grundsätzlich sind sie in der Tat in dieser Schule, aber es ist nicht der gleiche Platz für jede. Wenn ihr versucht, sie zu finden, werdet ihr definitiv seine Rache spüren. Und das Beste ist, es zu vermeiden.
Wir müssen es versuchen. Wir respektieren die Warnung, aber wir müssen es versuchen. Wir werden tun, was auch immer nötig ist, um jeden zu finden und hier rauszukommen. Großer Bruder. Sind so gute Leute. Sie haben nichts getan, um das zu verdienen. Und ich werde definitiv nicht aufgeben. Genauso wie diese Nacht hinter mich zu lassen. Es ist vielleicht eine Rarität, solch aufrichtiges Nachsitzen zu finden. Sei dir sicher, du wirst nicht verloren gehen. Dein Wille wird nicht eine einzige Person sterben lassen. Versuch diesen noblen Geist aufrecht zu erhalten. Egal, was für Horror dich erwarten dürfte. Und selbst wenn du nicht alle retten kannst, solltest du sicherlich deinen Weg gehen dürfen. Selbst mit nur der geringsten Chance. Aber ende nicht wie wir. Großer Bruder. Ja, was ist? Was meint er mit dem Fluch der Schule? Ich bin mir nicht sicher. Meint er, dass die Schule ihren eigenen Geist hat oder so? Wie dem auch sei, wir sollten versuchen, Mrs. Yui und die anderen so schnell wie möglich zu finden. Und wir müssen dich auch nach Hause bringen. Wenn wir auf einmal einen Ausweg begegnen sollten, möchte ich, dass du diesen nimmst. Es muss irgendein Eingang oder ein Notausgang oder eine Dachluke geben. Irgendwas, das uns rausführt. Und wenn dem so ist, gehst du direkt nach Hause. Und kein Aber. Kapisch? Okay. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zu Kapitel 3. Uiuiui, es ist... Ich sehe schon eine Bodenplatte liegen. Es ist interessant. Zum einen...